Okay, da würde es theoretisch mit dem Auftrag hingehen. Aber aktuell werden wir ja noch verfolgt, wenn ich das hier richtig sehe. Jetzt warte ich gerade mal den Moment ab. Und ansonsten würde ich da rein gehen. Geist von Mordor, Saurons Uruks missbrauchen gnadenlos die niederen Orks in ihren gewalttätigen Machtkämpfen. Erkunde mit der Macht des Geistes, wie du diese Machtkämpfe nutzen kannst und durchdringe die schwachen Gemüter, um die Feinde von innen heraus zu zerschmettern. Ein Ork insbesondere hat einen Verstand, der wie ein flammendes Leuchtfeuer der Schwäche strahlt. Okay. Waldläufer! Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst. Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr. Oh, doch wenn du mich befreist, wird Redman dir alles verraten. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein. Ohne Spaß. Ork, diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann der Plan gelingen. Wir finden schon raus, was du weißt. Wir finden schon raus, was du weißt. Aber ich frage mich, warum die Musik so laut ist. Gerade in solchen Momenten, was soll das denn? Und hinterher meckert wieder YouTube, das nervt. Drücke A, um Informationen über Gorroth zu erhalten. Ziel befindet sich hier, Hauptauftrag. Hauptmänner und Würmer geben alle Informationen über einen Zielpreis, wenn sie verhört werden. Gorroth hat eine Schwäche, die du ausnutzen kannst. Seine Furcht vor Karagor lässt ihn zu einem panischen Feigling werden. Wenn du ihn mit einem Karagor konfrontieren kannst, so, wird er einige seiner Stärken verlieren und ein leichteres Ziel werden. Aha. Vorsicht, Gorroth besitzt auch Stärken. Er ist immun gegen Fernkampfangriffe, also kannst du ihm auf diese Art nicht schaden. Zudem besitzt er einen mächtigen, heftigen Angriff und eine loyale Uruk-Gefolgschaft, die ihn beschützt. Denk daran, viele Schwächen können nur ausgenutzt werden, wenn du zuerst Informationen sammelst. Okay. Dein Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Das klingt zu schön. Das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich um einen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Aha. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Sie
gewesen. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Wie hast du dich befreit, Abschaum? Schildträger werden wehren Frontalangriffe ab und müssen von hinten angegriffen werden. Drücke in der Nähe des Feindes A, um über ihn zu springen. Folgt den Waldläufer, nicht mich! Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist... Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruks! Koste mal den Stahl! Nicht mich! Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter! Ja, Waldläufer, schnell ist gut. So, jetzt aber komm mir den noch endlich platt. Na also. Na, komm. Achso, das ist der falsche. Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Goroth vor. Stell dir dein Ziel vor. Goroth will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Goroth büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Goroth hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Goroth ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Hauptmann Goroth ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Der Sabber der Rache. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Nanu? Tonprobleme? Hört ihr noch was? Also, im Menü höre ich noch was, aber irgendwie... Mal gucken, ob es damit besser klappt. Dass du so eine kleine Made bist. So. Wer an den Urkhöhlen auf Patrouille geht, sollte ab und an nach oben blicken. Ja, ja. Hab gehört, die Geister schwingen sich hoch hinaus, um ihre Feinde von oben anzufallen. So, ich könnte... Der Schmied bringt doch nur alte Waffen wieder in Schuss. Der Trottel sollte seine Zeit nutzen, um neue zu machen, die länger halten. Vielleicht sollten wir unsere Schwerter an seinem Leder wetzen. Hä, hab ich den jetzt nicht abgeschossen? Doch. So, gleich mal ein bisschen Unruhe stiften. Und den da jetzt wegballern.
Weißt du, wo diese Sklaven hinwollen? Hab ich da gerade etwas gehört? So, Elbengeschoss sammeln? Ah ja. Sehr gut. Sind gleich welche. Sind gleich neue da. Der Mörder ist schon lange weg. Zeit bloß weiter zu summen. Ach, scheiße. Es wurde Alarm geschlagen. Töte den Feind, auf das Signal voll zuläuft, bevor er Alarm schlägt. Nochmal, was war das? Okay. Das war irgendwie blöd. Hey, hätte ich auch was anderes drücken können? Wir können die Karagor nicht reiten. Der Grabwandler muss irgendeinen Geisterzauber verwenden, wenn er sich auf ihre Rücken schwingt. Wenn ich kämpfe, dann möchte ich die Furcht meines Feindes riechen können. Der Gestank der Furcht ist widerlich. Lieber jage ich ihn aus der Ferne einen Bolzen in die Brust. Jeder, der nicht da ist. So, einmal können wir das da abschießen. Und die hier können wir auch noch anlocken. So ein bisschen Unruhe stiften. Ist bestimmt nicht schlecht. So, und den Karagor brauche ich. So, mal gucken. Gibt's jetzt noch irgendwo einen Karagor, der frei ist? Ach, da unten in den Käfigen. Also da scheint irgendein Schloss davor zu sein. So. Und wo soll der jetzt bitte sein? Ach, da hätte ich jetzt gerade auf einen drauf hüpfen können. Na komm. Sehr gut. So, und wo ist der jetzt? Irgendwo oben, oder was? Dann gehen wir doch mal hier die Treppe hoch. Aha, da oben steht er also. Nee? Der Sklavenaufseher hat heute schlechte Laune. Was hat ihn so gemacht? Hä? Der muss aber da oben stehen. Wo muss denn der? Oh!
Schleuder ist ein noch größerer Feigling als eine Maus. So, damit können wir den was heilen? Ach, sie können Felswände erklimmen, zeig mal. Ah, na dann. Nicht? Nee, hier kommt er irgendwie nicht hoch. Ist der da unten oder ist er oben? Ach Mann, der soll sich endlich hier mal blicken lassen. Wo ist denn der? Der muss hier irgendwo sein. Felswände. Hilft mir das irgendwas? Nö, hier komme ich doch nirgendwo hoch mit dem Karagor. Echt merkwürdig. Wir zerren den jetzt gerade mal auf. Ist er jetzt runtergekommen, ja? Nee. Man sieht ihn da oben aber auch nicht. Sind denn hier jetzt noch irgendwo Orks? Tötet seinen Karagor! Ich muss versterben! Der hat schon mal gegessen. Das Lustige ist, wenn ich auf einem Karagor sitze, lassen mich die Karagor an sich in Ruhe. Was schon mal gut zu wissen ist. So, dann kletter ich jetzt mal da hoch. Und sehe, dass da nichts ist. Nee, wo klettert er jetzt lang? Ah, oder so. Aha. Das scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Goroth wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Goroth kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Aha. Goroth ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Das ist jetzt wo? Ach, da. Toll. Bei dem anderen Turm. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Goroth an die Arbeit. Ich wüsste gern, wo denn jetzt hier das nächste Viech ist. Ah ja, da unten.
So. Wieder auf mein Viech aufspringen. Und dann können wir nämlich nach da hinten. Suche im Jägerlager nach Gorov. So. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Gorod? Ja, viele bleiben mir nicht mehr. Ich bin Gorod. Kein anderer Uruk weiß so viel über Karagor. Schon gekillt. Einfach von hinten. Nach einem Machtkampf kannst du im Kampfbericht die Ereignisse nachverfolgen, die Verschiebung des Machtgleichgewichts in Saurons Armee nachvollziehen. Drücke nach rechts, um den Kampfbericht anzuzeigen. Sehr geil. Jawohl. Irgendwie freue ich mich darüber jetzt mal ausnahmsweise.